Ja, da, die kriegen halt schon echt ordentlich eine auf die Mütze. Ich meine, das Ding ist ja wirklich sehr nah an der Sonne. Ich speichere das Ganze jetzt mal 10. Na? Muss ich kurz sagen. Willst du mir hier. Nee. Also richtig, Mensch. Mit dem Großbuchstaben, ist doch klar. Die erste Session. Ich glaube, im Trägerschiff ist einfach kein Platz mehr. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir schicken die jetzt mal waghalsig da nach vorne. So. Mutterschiff. Wirst du mal bald fertig sein? Dann werden wir da zumindest hier die drei hier rein und an das Asteroidenfeld hier bringen. In der Hoffnung, dass wir da gut durchkommen. Wenn das geklappt hat, können wir das Trägerschiff zurückholen und... Da krisselt's schon. Heieiei. Die nehmen Schaden, ey. Er krisselt nicht so. Warum baut man sowas bitte schön in der Nähe von der Supernova auf, Mensch? Das Schlimme ist, ich kann ja das Reparaturschiff dann mal draußen lassen, ne? Das Gute ist, ich kann natürlich hier dann auch sagen, bau mir halt neue Reparaturschiffle. Vor allem so schön verniedlichen hier das Ganze. Das ist fertig, Gott sei Dank. Hier. Ja, ist egal, das kann auch mit dazu. Auch du bekommst angedockt. Ja, man muss nur dran denken. Ah, 50 Schiffe. Ja, okay, da war die das Hitcap. Okay, ich habe gedacht, er könnte alle Jäger da drin aufnehmen, also 75 Stück. So. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Klar, okay, für die Jäger kann ich natürlich ja, rein theoretisch auch hier dieses Schiff bauen, wenn ich es nochmal finde. Die Begleitfregatte, wobei natürlich, mag das Ding nicht so sehr. Meine Schiffe. Ich frage mich halt gerade, ist diese Supernova nur da drüben? Weil ja nur dieses Schiff hier eigentlich schon den meisten Schaden hat. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, war er der Einzige, der gekrisselt hat, ne? Also er krisselt. Und... Er krisselt auch, okay. Wäre das schon mal geklärt. Du... krisselst nicht, hast aber schon Schaden genommen. Ja, aber wenn meine Schiffe hier Schaden nehmen, nehmen seine Schiffe auch. Wir sind ziemlich tief unter dir. Ja, klar, Logo. Off. Er nimmt hier aber auch null Schaden, ne? ich revidiere meine Meinung. Das war cool. Also die KI macht dieselben Fehler wie ich. Das ist schön. Mit dem einzigen Unterschied. Ich habe es in der Hand zu laden. Er nicht. Wobei die jetzt natürlich... Doch, die gehen auch drauf, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht nur das Raketenschiff. Wäre natürlich schon geil, wenn es das Ding nur wäre. Komm nur mal her. Ja, der krisselt auch. Boah. Was haben wir da oben? Gute Frage. Minenleger, also Minen. Ja, scheint sehr stabil und robust zu sein, der Minenleger. Okay, der Schaden meiner Schiffe hält sich noch in Grenzen.
dann bitte das Mutterschiff, weil mittlerweile dürfte hier drin das drin sein, was ich hätte gerne. Okay. Und du fliegst jetzt bitte mal dahin. So. Und dann baust du mir gleich noch zusätzlich das Reparaturkomet. Die behältst du dann hoffentlich auch schön drinnen bei dir. Hier sieht's gut aus. Sehr schön. Auf die Idee muss man echt mal kommen. So in der Nähe einer Supernova. Kann das sein, dass sie sich nicht mehr bewegen? Das ist jetzt durch den Angriffs... Free-Angriff-Befehl, den ich ja denen erteilt habe, gegeben habe hier. Gestoppt haben. Es sieht fast so aus. Ja, hier sieht man schön das Grisseln. Ich nehme schon mal an, dass da hier wird die Supernova sein, ja. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Okay. Die Trägerschiffe, da will ich die auf Nummern legen. Eigentlich kann ich die hier oben ja recht schnell erreichen, ne? Das wäre jetzt natürlich schon Arsch, ne? Schöne, riesengroße Asteroidenfelder und ich darf sie nicht nutzen. Hier wieder nach vorne schauen. Was da hier macht mir Sorgen. Die machen mir alle Sorgen. Fliegen die noch? Der Abstand wird geringer. Ich denke mal, wir können uns so langsam aber sicher schön nähern. Ich habe nur so die Befürchtung, ich werde erstmal ein, zwei Jäger rausschicken dann. Nicht, dass die hier vorne gleich kaputt gehen. Das wäre natürlich ein bisschen Arsch. Ein Trägerschiff vielleicht mal so dahin eher schicken. So, er ist... So dürfte es passen. Wobei, die sind eher unten. Ja, nee. Dann bleib mal da. So ungefähr die Mitte, oder? Schwierig zu sagen. Das gefällt mir ja gar nicht. Das Trägerschiff nimmt hier schön Schaden, ne? Fregatten? Bin mir beim Trägerschiff echt nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Du kommst mal nach Hause. Ich glaube, das ist so eine Only... Wir machen das mit den Schiffen da. Es ist irgendwie eine hässliche Mission. Also es geschieht recht wenig und ist einfach nur eine hässliche Mission. Und die Supernova-Forschungsstation zerstört. Ich meine, wie kann eine Station, ja, kaputt gehen? Nein, sich dort halten, während hier die Schiffe so immensen Schaden nehmen. Der hier macht mir echt Sorgen. Gefallen tut mir das nicht mit dem Schiff. Definitiv nicht. Wie sieht's bei dir aus? Bist du nahe genug? Ja, der kriselt hier auch. Also ich glaube, großartig Ressourcen sammeln ist ein wenig tödlich. Ja. Ach so. Starter ausgewähltes Schiff. Ja, klar. Logo. So einfach geht das. Wo kommst du raus? Da vorne? Geh wieder rein. Du gehst eher kaputt, bevor du da überhaupt was kriegst. So ein bisschen
We are picking up a quantum wave effect. A Tidan carrier is loading ships and powering up. It must be destroyed before it can hyperspace. War ja klar, dass es so ein blödes Auftragsziel dann wieder gibt. Ich bin verwundert. Ich verstehe wahrscheinlich die Mission da nicht so ganz. Weil ich komme hier mit dem bisschen, was ich habe, nicht aus. Jetzt verliere ich dann da vorne auch gleich einen ersten Zerstörer. Nicht wahr? Mindestens einen habe ich schon verloren. Es wundert mich halt, ja, ich komme hier so mit Mühe und Not ran und er kann hier, wobei die Schiffe jetzt halt enormen Schaden fressen. Das feuert ja kein einziges meiner Schiffe hier auf seine. Das ist eine seltsame Mission irgendwie. Ganz komisch. So eher merkwürdig komisch. Jetzt ist natürlich die Station da abgehauen. Boah, nee du. Ein bisschen näher ran. We must destroy the garrison protecting the station. Enemy units cannot be allowed to escape or they may alert the Empire to our presence. Du bist ja vielleicht ein Witzbold, Kollege. Habe ich irgendwo irgendwelche Antistrahlenschilde verpasst oder was? Och, nee du. So. Mach das da kaputt. Ja, ich opfere hier eigentlich meine ganzen guten Schiffe für was jetzt auf? Das ist das Seltsame halt daran. Und ich komme noch nicht mal dazu, hier Ressourcen zu sammeln. Das ist, was mich wundert. Ich meine, die Dinger da, die können ja nichts, ja? Die sind ja... Und gegen meine Schiffe können die erst recht nichts. Das Einzige, weswegen ich hier meine Schiffe verliere, ist diese blöde Supernova. Der schwere Schlag ist trotz alledem in erster Linie mal gegen mich, ja? Liebes Spiel. Kommt schon. Ihr müsst doch diese blöde Station da wieder sehen. Ich habe nicht die Ressourcen, hier jetzt neue Schiffe aufzubauen. Ah, macht alles kaputt. Das ist echt etwas nerv. Und der da hier sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Wie geht's dem da? Der wird es auch nur ganz schwer überleben. Das ist eine sehr, sehr seltsame Mission. Also deren Ver die muss ich echt nicht verstehen. Da! Es macht kaputt. Wham. Jetzt muss ich mal überlegen, wie viele Schlachtschiffe ich hier verloren habe. Alle, die ich besitze. Also ich meine, wenn das Spiel nicht will, dass ich Schlachtschiffe habe, dann hätte er eher sagen können, verschrott deine Schlachtschiffe. Und dann hätte ich das hier gemacht. Aber doch nicht so. Meine schönen Schlachtschiffchen. Die schaffen das ja auch nicht mehr nach Hause. Von den Gekaperten da. Das ist ja zum Wollen. Dörf. Also das ist eine Mission für Blöde. Also eigentlich ja genau richtig für mich, ja. Aber auch wiederum nicht. Enemy base and fleet destroyed. Hyperspace drives online. Ja, also, ganz ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir da in der Nähe noch ein Reparaturschiff?
Das sieht jetzt nicht so aus. Bau mir bitte mal eine. Weil ich muss erstmal meine Träger reparieren. Ja, ansonsten brauche ich da gar nicht aus der Mission rauszusteigen. Er hat ja eine im Inneren. Statter ausgewähltes Schiff. So. Na. Reparieren. Also das ist blöd. Ich weiß, das ist bei Nebel. Ja, also es gibt so einen Nebel, da darfst du nicht durchfliegen, weil die tödlich sind und so. Aber hier? Ja, selbst das Ding hier kriegt ja Schaden. Also, und das da? Ja, wir könnten es damit natürlich... Jetzt sollen wir natürlich nur nicht das Hyperraumfeld aktivieren. Schaffen das die beiden? Ich meine, schlecht wäre es nicht. Vor allem, ich darf ja keine bauen. Das ist ja noch viel schlimmer für mich. Ja, ich darf ja keine... Boah, super. Ich komme mit meinen Belagerungsschiffen da vorne noch nicht mal ran. Gib mir mal ein Schiff her. So, pass mal auf. Also wenn das jetzt wirklich so der Fall ist, dann raste ich aus. Nein, natürlich nicht. Nee, warte mal, du musst... Ne, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Kann das sein, dass ich hier in diesem Nebel keinen Schaden fresse? Aber wie willst du denn da durchnavigieren? Du siehst ihn hier nicht mal. Ah, doch, doch, doch. Ja, das ist schwierig. Sehr schwierig. Zu erkennen. Das wäre jetzt natürlich echt Arsch. Also wenn das jetzt klappen würde, dann mach mal neu. Also hier in diesem Nebel keinen Schaden zu nehmen. Die Frage ist, da endet er? Sau schwer zu sehen. Bin nur nicht mal ansatzweise vom Mutterschiff weggekommen hier. Das wäre lustig. Dann wäre die Mission wirklich für Schlaue und dann wäre ich mit meinen Missionen für Blöde noch nicht mal so richtig falsch gelegen, ne? Dann wäre die Mission wirklich was für mich. Ah, ich habe so die Befürchtung. Ich will aber darüber zum Asteroidenfeld. Wobei ich jetzt kaum glaube, dass da eines der beiden Asteroidenfelder da in einem Nebel liegt. Doch, liegen sie. Wäre jetzt natürlich interessant. Hier kein Nebel. Ich würde sagen, ich speichere das hier einfach mal ab und make it wirklich new, weil so wie das aussieht, ist hier tatsächlich kein Schaden. So, und jetzt natürlich die Theorie zu bestätigen. Mal raus aus dem Nebel. Dann ist das hier aber echt eine gefriemelte Angelegenheit. Also das Schiff kriegt jetzt überhaupt keinen Schaden. Ja, dann wäre das natürlich irgendwie witzig. Also all die anderen Schiffe kriegen irgendwie Schaden und der nicht, oder was? Willst du mich jetzt verarschen, liebes Spiel? Ne, jetzt nimmt er Schaden. Also es ist wirklich so, dass man hier in diesen Nebelwolken überhaupt keinen Schaden nimmt und außerhalb schon. Okay, dann mache ich das tatsächlich so. Ich speichere das hier gerade mal ab.
Und mach die Mission nochmal. Nun, dass wir dieses Mal dann halt hier im Nebel sind. Bewegen. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss, oder? Ja, denk schon. Weil der Verlust, den ich hier hatte, nein, zu hoch. Der kann mich im Spiel nur viel. Der kostet mich einfach zu viel. Okay, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.